Oh, so YouTube, ihr seht schon wieder, es ist Nacht, es ist kaum eine Minute vergangen, aber wir haben ein Problem. Wo ist sie? Da. Chat, wir haben ein ganz großes Problem, ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Ich höre doch irgendwas. Ich glaube, das ist nochmal glimpflich ausgegangen. Ich höre zumindest nichts. Oh, blöd, dass ich keine Pfeile im Inventar hatte. Boah. Das wäre echt beinahe schief gegangen. Ja, so ist es, wenn man nicht aufpasst. Kann ich noch mehr Pfeilspitzen aus Eisen? Nee. Und so viel können wir hier auch noch nicht herstellen. Uns fehlt auf jeden Fall Eisen. Und wir wollten noch was lernen. Ich weiß nicht wirklich was. Wir haben 3 Punkte. Und ich würde sagen, wir machen hier Bergbaumeister. Dann kriegen wir nämlich mehr Zeug und machen mehr Schaden an Blöcken. Und in Vorbereitung, dass wir vielleicht doch den Bogenschützen machen, gehe ich immer auf Ungelenk. Dann machen wir nämlich generell Zergliedern ein erhöhtes. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, für die Nacht gewappnet. Habe ich noch irgendwas dabei? Die Pfeile kann ich noch weglegen, nicht? Sonst verliere ich die wieder. Wir sind mit Pfeilen sehr gut ausgestattet jetzt. Wir haben auf jeden Fall 3 volle Stacks von den guten Pfeilen, 2 von den schlechten. Da können wir also ordentlich loslegen. Ich würde eigentlich die legendären Teile gerne verwenden, aber ich glaube, das würde ich gerne für Pickaxe und Co. machen. Habe ich, glaube ich, mehr davon. Oh. Na. Na. So. Dass das ja auch immer irgendwie in eine andere Richtung gedreht ist beim Starten. Auch sehr blöd. Ist hier irgendjemand? 3:42 Uhr. Ja, wenn nicht, rennen wir hoch. Dann können wir schon mal anfangen. Da bräuchten wir Eisen. Oh, shit. Zum Reparieren von den Dingern brauchen wir Eisen. Ja, das ist blöd. Genau. An Tag 20 geht's hier rund. Oh. Na, da sage ich nicht... Nein. Das war ein Tier, was verendet ist, dieses Geräusch. Da hätte ich mir auch Schlimmeres vorstellen können. Okay, wir wollten was essen. Und das machen wir. Dann ist er auf jeden Fall erstmal satt. Und theoretisch hätte ich gerne, dass wir vielleicht noch ein paar Sachen verbessern. Auf der anderen Seite. Da bräuchte ich aber Pflastersteine. Das machen wir auch. Das können wir immer noch später von oben oder so machen. So, auf jeden Fall wollte ich hier noch einen zweiten Wall drumrum ziehen. Vielleicht muss das hier echt weg. Das ist im Weg. Das heißt, heute müssen wir die Hauptarbeit machen und dann die nächste Nacht, da können wir nochmal, ja weiß nicht, Risikolooten machen. Ist immer vorm Blutmond ein bisschen schlecht. Und ich sag euch, also was ich erlebt habe hier von den
einfachen Horden, die werden uns richtig zerlegen. Also die werden uns richtig fertig machen. Also die machen keine Gefangenen mehr, die Zombies. So, die Reihe war okay, ne? Hier würde ich kaum noch was rein investieren. Vielleicht hier, wo sie ein bisschen mehr aktiv waren. Und hier eine Ecke vielleicht noch so, dass wir die wieder zumachen. Die Seite war nicht ganz so gut geschützt. Hier sind sie auch ganz gerne lang gelaufen. Machen wir auch hier ein bisschen mehr. Ja, und hier müssen wir dann wieder machen, wenn wir eigentlich fertig sind, nicht? Das müssen wir im letzten Moment erst zutackern, alles so extrem. Sonst kommen wir selber nicht mehr richtig raus. Oh, oh. Und ich wollte eigentlich immer auf die Dinger hier... Das geht nicht immer. Interessant. Okay, es geht nicht. Warum geht es da? Weil ich auf die Spitzen könnte die Spitzen setzen. Okay. Oh. Dann geht das, was ich geplant hatte, geht dann eh nicht. Hier haben wir noch ein bisschen mehr. Stacheldraht. Ich hätte sogar wirklich doch mehr Stacheldraht verteilen können. Ah, hey, wenn nicht, machen wir irgendeine Stelle noch sicherer. Ja, Physik hat in dem Spiel wenig Logik. Das hat eine eigene... Guck, das geht ja auch. Also... Was geht und was nicht geht, entspricht jetzt keiner realistischen Sache, sondern irgendwelchen geskripteten, das geht nicht. So, die Seite war aber ja extrem, nicht? Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal. So, hier machen wir so ein richtiges... Wallding davor. Ich dachte, über einen Stacheldraht wäre halt cool, weil da hängen sie fest und werden gleichzeitig angepiekst. Aber anscheinend... Ja, ist genau das absichtlich auch verhindert. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach dann. Hier vielleicht noch. Oh. Ich meine, mehr kann ich schaden am Ende. So. Sieht das schon mal gut aus? Ich glaube ja, oder? Das ist auf jeden Fall... Wie viele Reihen sind denn das? Weiß ich gar nicht. Ordentlich. So etwas Schönes. Auf jeden Fall. Super schön. Ist auf jeden Fall schön tödlich. Oh, der ist im Weg. Ist ja erst 5.51 Uhr. Es geht alles schneller, als ich gedacht hätte. Komm, dann machen wir hier auch noch hin. Wenn ich sie habe, dann kann ich sie auch einsetzen. Aua. Ah, also das ist manchmal doof. Also das Platzierungssystem ist nicht so gut, dass es auch Sachen in einen selber reinsetzt. Eigentlich verhindert das ja meistens. Aber wenn da so ein Baum ist, dann juckelt es so umher. Das ist echt nervig. So, das hier muss weg.
baue eine Mauer drum. Dann kann ich sie aber nicht erschießen. Ich habe da außerdem eine Mauer. Von daher... Die war schon beim Haus dabei. Da habe ich beim Hauskauf drauf geachtet. Aber eine Mauer ist insofern doof. Du kannst... Die reißen ja einfach nur die Mauer nieder. Du hast aber gar keinen Vorteil davon. Also... Außer, dass sie die Mauer zerdeppern. So. So eine Notfallmauer, wie ich sie habe, das geht schon. Aber viel mehr würde ich auch gar nicht mehr in dieses Haus hier rein investieren, nicht? Vom Auf- und Abbau der ganzen Sachen. Vielleicht hier nochmal. Und hier können wir auch noch, glaube ich, ein bisschen mehr davor gehen. Der Turm wäre sonst, glaube ich, das ist so oder so das Angreifbarste. Okay. Und die Ecke hier... Die mag ich ganz besonders. So. Das sieht doch gut aus. Und die anderen 9 und 31, die machen wir hier dann vor dem Eingang hin. Dann frage ich mich natürlich, wie ich später rauskomme. Dann muss ich immer mir einen eigenen Ausgang bauen, nicht? Okay. Das Zeug kann hier rein. Die Pfeile nehmen wir mit. Das lassen wir mal hier. Ah, genau, das lassen wir auch hier. Und Medikamente haben wir nicht, aber das Essen kann hier rein. Und wir sind satt, aber ein bisschen durstig. Und ich würde noch mal... Wir haben nicht so viel Juckersaft. Ich würde hier mal so einen Saft mitnehmen. Beziehungsweise auch gleich benutzen. Wir gucken mal von oben kurz. Also ich würde sagen... Ja, das... Also wenn das nicht hält... Dann hält es so oder so nicht, nicht? Also dann kann ich noch 3, 4 Reihen davor machen. Dann hält es so oder so nicht. Ich glaube, es könnte sein, dass wir im Spiel zu weit vorgeschritten sind, dass das hier wirklich reicht. Aber... Ja, wird sich dann zeigen. Mehr als sterben können wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen in die Stadt im Norden, weil in der waren wir so selten. Und die ist auch nicht so weit weg. Die im Süden ist weiter weg. Das ist gar nicht übertrieben. Ist es auch nicht, leider. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn ein Kampfbär oder sowas kommt, der fetzt da durch. Da helfen dir die Holzdinger gar nicht, nicht? Der nimmt auch keinen Schaden von dem Mist. Da brauchst du schon metallene Spitzen. Ich hoffe, es ist nicht so weit, dass sowas passiert. Oder auch wenn spuckende Zombies kommen oder Polizisten-Zombies, dann hilft unser Dach zum Beispiel auch 0,0, weil wir keine Schießscharten haben, sondern wirklich uns frei präsentieren. Deswegen brauchen wir unbedingt einen Kampfturm. Oder irgendwas anderes, wo wir uns ein bisschen, ja, reinbegeben können. Vielleicht auch verstecken können, was 2 Wände dick ist, falls sie doch rankommen, dass man Zeit hat. Und vielleicht so eine Art Labyrinth, wo sie durch müssen. Aber wir haben halt keine Ranch gefunden bisher. Das ist das Schlimmste daran. Und damit kann ich keine Autos auseinandernehmen. Heißt, ich kriege kein
kein Zeug. Ich weiß gar nicht, ob ich die selber bauen kann. Wrench? Wie heißt denn die Wrench? Schraubschlüssel. Mechanische Teile. Könnte ich selber herstellen, oder? Brauche ich keine Werkbank für. Aber würde unser gesamtes Eisen verbrauchen. Aber ich glaube, und meistens ist es so, wenn man es herstellt, dann findet man es. Aber da Eisen unser, also Holz haben wir kein Problem mehr, nicht? Holz haben wir, eine Baumfarm, die wächst. Die könnte ich jetzt auch abfarmen, aber wir haben noch 3000 Holz. Das ist kein Thema. Stein und so. Guck mal, wir haben ein bisschen abgebaut. Wir kriegen hier 200, 300 Steine raus. Ist jetzt auch kein Thema. Funktioniert auch. Das ist also unproblematisch. Jetzt geht es um so Sachen, mechanische Teile und Eisen. Wir haben die Schmieden. Ich dachte, ich erwisch's. Wir haben die Schmieden, um durchaus oh, habt ihr gesehen? Kurz vor seinem Pop ist. Um die Sachen alle herzustellen, aber uns fehlen die Rohmaterialien, um den Satz noch zu verenden. Sag mal, ich schleiche doch. Och, Mann! So, das hast du davon. Jetzt bist du nur noch ein halbes Hähnchen. Hä? Hä? Was sagst du, hä? Ja. Da guckst du doof rein. Ich frag mich übrigens, wo die weiblichen Hennen sind, nicht? Die haben ja nur männliche. Hähne immer hier. Ich hoffe, der Stream läuft wenigstens noch, weil ich sehe schon wieder, er hat Verbindungsprobleme. Aber ich glaube, das ist heute einfach so ein Thema. Ich hoffe, das geht von alleine weg. Manchmal haben die auch Wartung im Hintergrund, nicht wahr? Bei YouTube oder auch bei Twitch war es auch ganz oft, dass die halt in deutschen Zeiten einfach Wartungsarbeiten reinschieben. Und dann ist natürlich das Problem, nicht, dass man davon betroffen ist. Ich weiß noch, früher bei WoW gab es dann immer einen Spieltag, beim ersten Mal einen Spielmonat gratis, als das passiert ist, 2004 oder wann das war. Das waren gute Zeiten. Ein paar Autos looten vielleicht auch nicht so schlecht. Das war doch mal ein Erfolg. Du warst brav, sehr schön. Ein Sandwich. Ich muss mich mal noch ein bisschen runter machen, ne? Ich bin sehr... Oh, da ist sie! Jawohl! Hä? Falsche Taste gedrückt. Wir haben sie! Wenn man drüber redet, so... Jetzt kriegen wir auch mechanische Teile, das heißt, wir kriegen die Werkbank, das heißt, wir können ein Fahrrad bauen. Endlich! Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Okay, da gibt's nichts. Schon. Nehmen wir hier direkt die Autos auch auseinander. Weil wir brauchen das Zeug wirklich. Und das ist viel wichtiger als alles andere. 19, 20. Ich glaube, jetzt haben wir genug für die Werkbank. Geil.
Okay. Einfach zerfallen. Ich suche jetzt nichts mehr. Wir haben es ja gefunden. Sehr, sehr gut. Wir haben mechanische Teile, 24 von 20. Wir haben das Eisen selber hergestellt. Oh, den kann er auseinandernehmen. Super. Und er ist hungrig. Okay, ich dachte, ich hatte extra diesen nicht hungrig sein Zeug eingepackt, aber okay. Da wir noch mehr Autos auseinandernehmen, würde ich sagen, trinken wir einen Kaffee noch. Dann nehmen wir die Autos, die hier nerven, auseinander. So. Hier sind eh alle leer. Bei euch steht auch ein Einkaufswagen in der Straße. Okay. Dann kannst du ihn ja jetzt auseinandernehmen. Weiß ja, wie es geht. 500 Eisen. Supi. Immerhin. Ist ein Anfang. Ich meine, wir können jetzt gucken. Es gibt ganz viele Sachen, die man auseinandernehmen kann, nicht? Was kann ich? Sowas hier? Selbst sowas. Aber bringt nicht so viel Eisen, nicht? Genau, und dann kannst du daraus eine Werkbank bauen. Aua. Ah, da war Stacheldraht. Autsch. Okay, das geht auch nicht. Kommen wir da rüber. Falls hier gleich ein Hund oder sowas auf uns wartet. Oh, da ist noch mehr Stacheldraht. Den habe ich nicht gesehen. Ach, da. Oh, sie im Roten. Sie ist gefährlich. Okay. Die sind generell anscheinend ein bisschen gefährlicher. Seht ihr, bei der schieße ich immer durch. Ich weiß nicht, an was das liegt. Wenn die im gewissen Winkel steht. Oh. Dann kann ich machen, was ich will. Ich treffe die einfach nicht. Oh Mann, diese kleine Fliege. Was will die in meiner Nase? Das ist, ich weiß vor allem nicht, was das ist. Das ist ja nicht mal so eine normale kleine Fliege. Das ist so eine Mikrofliege. Wow. Das war aber ein langes Zombie-Leben. Oh oh. Das gefällt mir. Hier ist safe ein Hund. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, da ist eine Hundebox. Ja, das hält nicht. Die Frage ist, wo ist der Hund? Der ist da drin. Okay, den haben wir getroffen. Oh, oh, das ist noch so einer. Oh. Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Mein Gott, geht doch. Ich weiß nicht, wie lange der schon drin ist. Ja, das ist wahr. Mich wundert, dass der nicht spawnt. Dann ist er woanders. Ist er denn immer nur ein Indikator, dass es einen gibt, nicht?
bin halt gerne immer so ein Level überm Boden, wenn ein Hund kommt. Das gibt mir so ein sicheres Gefühl. Können die mal helfen? Hat das noch mehr? Guck mal. Hallo. Vielleicht habe ich den Hund aber auch schon getötet. Oh. Auf jeden Fall hat er keine Hundehütte mehr. Okay, ich muss kurz Pause machen. Bis gleich.